Ryan, bitte setz bei Gott endlich wieder deine Sonnenbrille auf, wirklich. Ich sag, meine Augen sind nicht schön. Ach, doch, wenn ich in deine Augen sehe, dann sehe ich unsere Gemeinschaft. Jetzt guckst du mich an. Minecraft-Freunde halten fest zusammen. Freunde für ein Leben lang. Sie sind Minecraft-Freunde. Willkommen! Wo sind wir? Ah, lol. Nein, das hast du nicht mit einem Portal verbunden. Doch, weil das hätte noch laufen können. Guck mal, meine seltenen Schildkröten. Oh. Und komm mal mit. Die sehen krass aus. Meine nicht so seltenen Schildkröten. Die Armen. Das waren irgendwie schon mal mehr, glaube ich. Guck die beiden Dancenden an, die aufeinander. Ah, nicht mehr. Die waren aufeinander gesteckt. Die spinnen immer richtig viel. Ob schon welche irgendwie wieder ausgebrochen sind? Alter, in der Ecke sind. Und die sind immer noch aggro auf dich? Nee, wenn du auf die drauf springst, machen die einen Spinner und greifen dich an. Nee, aber Gambo wurde gerade von den. Ich wurde gerade von der Krabbe angegriffen. Ja. Ah. Greifen die mich auch noch an? Nö. Aber ihn noch bleibt. Oh, warte. Komm mal hoch, Rosa. Ryan, du warst ja noch gar nicht hier. Nee. Ich gebe dir eine kleine Tour. Also, hier haben wir den. Ach, Maschine hat noch keinen konkreten Namen. Wie, der Bespritzer. Der Bespritzinator. Was, okay. Der was macht der produziert genau? Pfingstrosen. Ah, ganz wichtig, cool. Ja, cool. Denn damit kann man nämlich Smaragde bekommen. Wie? Ja. Kann man die traden? Das hier ist das automatische Schneidebrett. Der Hacker. Okay. Für? Da kann man halt Sachen mit hacken. Der Hackfleisch. Cool, die sind ja bestens ausgerüstet hier. Was machen die Villager? Traden. Da kann man traden. Hier, bei dem kann man zum Beispiel Farbstoff einfach tauschen. Ah? Ui. Ah, so kriegt man Smaragde. Nice. Und jetzt muss ich euch was richtig Cooles zeigen. Ich habe schon einen Haufen Smaragde getradet. Warte mal hier zu dem. Ey, warte, was ist denn das hier? Was? Woher? Damit baue ich mein Bett ein. Was? Krank, oder? Alter. Ist krank. Das ist die Bett-Defense. Ja, das ist für die Bett-Defense. Hier, die Maschine haben wir das letzte Mal gebaut. Komm mal hoch. Was macht die? Lava. Ah, und das macht Obsidian dann, oder was? Nee. Oder wie was ist nee, das? Nee. Was, hier arbeitet unser Lava Mitarbeiter einmal der Woche. Okay. Der wäre? LOL. Oh mein Gott, der Arme. Der macht seit einer Woche nichts anderes. Oh, der drüben. Es gibt ja auch noch einen Kollegen von hier drüben. Der war nichts anderes als am Steuern. Wo denn? Hier drinnen. Der hat nicht mal ein Fenster. Was ist das? Als ob man Erfahrung da reinpacken kann. Oh. Ha, nicht abbauen! Warum nicht? Ach doch, nee, das droppt ja. Stimmt. Oh, oh mein Gott, kurzer Nervenzusammenbruch. So viele Items von Gambo sortiert. Ich hatte gerade fast einen Mental Breakdown. Krass, oder? Man kann sogar einen Wasserhahn dran packen und das einfach rausfließen lassen. Ja, was passiert denn? Dann lass das mal fließen. Dann fließen Level raus. Ja. Ja, mach mal. Nein, dann fließen die Level raus. Das war arschteuer. Aber das sieht doch cool aus. Das war arschteuer. Aber für den Effekt, nein, lass es laufen. Nein, das ist ganz bestimmt nicht laufen. Nein. Ryan, pack dir das Ding schnell. Das ist das erste Mal, dass ich das angefertigt habe hier im Labor. Das ist der Prototyp. Lauf. Ich muss dich jetzt töten, Ryan. Nein, okay, warte, krieg sie wieder. Eigentlich wollte ich Elina eine. Los, Ryan! Aua, okay, ich pack sie da hin. Eigentlich wollte ich Elina einschenken. Andere Frage nebenbei, wann lockst du dich heute aus? Willst du mir das Glas klauen? Hey, wie kommst du darauf jetzt? Das ist schon frech, dass du mir das unterstellst.
Oh, und was machst du denn? Doch, er geht schon schlafen, aber er hat jemanden angestellt, um auf seinem Account zu spielen nachts. Das würde mich nicht wundern. Das ist einer von diesen Krabben hier vorne. Auf trockene 450-Euro-Basis. Komm, er guckt nicht, er guckt nicht! Lauf! Wag es dir, dich da einfach zu bedienen. Ich muss die Lavamaschine hier kurz leer machen. Hast du einen Hahn? Nein, leider nicht. Hast du einen? Ich hab einen. Wenn es unbedingt kommt her, dann machen wir es einmal auf, bringt es wieder zurück. Ja, wir sind noch nicht mal mit der ganzen Tour fertig. Aber hier... Boah, wie cool das aussieht. Ich hab gar keine Level bekommen. Glaube ich, ich weiß es nicht. Schnell die letzten paar Tropfen noch. Er hat's weggetragen. Schnell die letzten paar Tropfen. Komm, du bist süchtig. Ja, also ich plane, dass wir in ungefähr einer Woche mit der Massenproduktion der Level beginnen können. Hör auf! Es braucht noch ein bisschen Feintuning. Aber hier ist zum Beispiel die Tontrockner-Area. Ich sag mal so, mit ein paar mehr von diesen Geistlichen und ein paar Rückwärts-Trades kriegt man das schon entspannt hin. Also man kann ja einfach zum Beispiel auch Tonklumpen gegen Smaragde tauschen. Das geht recht fix. Oder Stein. Hier, du hast ja basically hier eine unendliche Steinproduktion. Du gehst einfach hin und kannst dir so viele Smaragde besorgen, wie du willst. Du musst weder Holz fällen noch sonst irgendwas. Also ich finde das deutlich praktischer, als irgendwie Holz zu farmen. Oh mein Gott. Das sieht wild aus. Ich freue mich schon auf die XP-Dusche. Das hier oben ist das Geilste überhaupt, wirklich. Also, dass man hier so eine unendliche Schöpfstelle hat. Ja, ist nur die Frage, was man halt damit anfangen kann. Ich würde jetzt eins gleich dann mal voll machen, wenn der resettet und das dann einfach Elina schenken, oder? Die ist momentan krank. Das hier ist auch super nice. Oh mein Gott, Jungs, ihr müsst jetzt nicht gleich hier abnippeln. So, hier, guck mal. Hatschi! Das ist auch nice. Das ist ja theoretisch auch nur... Ich dachte gerade, TNT wird gezündet, wirklich. Das ist ja auch eine unendliche Produktion im Endeffekt, weil du bekommst die ganze Zeit Pfingstrosen, machst du Farbstoff draus und kannst einfach das gegen Smaragde tauschen. Ja. Man kriegt es sogar noch weiter organisiert. Wir könnten einen Skelett-Spawner oben drüber packen, wo die Skelette direkt sterben. Dann musst du es nur zu Knochen mit umcraften. Wobei, warte mal, nee, das habe ich noch nie getestet. Hat einer von euch einen Knochen? Aber man kann halt keine, man kann gewisse Sachen schneiden, um Knochenmehl zu bekommen. Aber ich glaube nicht, dass man Knochen direkt da reinpacken kann. Das wäre arschgeil. Das würde so krank automatisieren. Ryan, zieht die Items ab. Ich bin gefangen, Hilfe! Ryan Hilfe. Hat sich in deine Maschine reingesteckt. Ich komme nicht mehr raus! Ja, cool. Haben wir auch Technologien, die was bringen? Hä, willst du mich verarschen? Du kannst jetzt hier einfach deine Pfingstrosen nehmen. Digga, ich hab arsch viel Farbstoff. Dann geh ich hier hinter zu dem Kollegen. Und Blumen verschenken. Digga, und dann geh ich hier hin und ich trade so viele Smaragde, bis die Trades alle sind. Gammo, der dreht langsam durch. Ja, das ist so ein Fall. Irgendwie viele Smaragde ich schon getradet habe. Ich hab schon fast 4 Stacks. Der gibt mir so verrückter Wissenschaftler-Wipes. Ja, ich glaube auch. Willst du Enderperlen kaufen? Damit kannst du in die Mitte pushen, Ryan, hm? Was? Enderperlen? Okay, ich nehme alles zurück. Du bist ein Genie. Wo gibt's Enderperlen? Jetzt habe ich den zweiten auch verloren. Perfekt. Ich bin der einzig Normale hier. Warte mal, man kann 9 Flaschen gegen Smaragde tauschen. Das ist ja praktisch. Da kann man sogar die Flaschen von den Erfahrungsflächen wieder zurückverwerten. Das ist quasi Recycling. Trag mich hier raus, Ryan, mich dreht's gleich. Danke. Warte, wieso soll ich dich tragen, wenn ich auch einfach, wo ist das hin, hä? Was suchst du? Nein, das wird nicht getragen. Lauf, Ryan, zieh durch, lauf, nein. Warte, hier greifen mich die Dingens an. Hier wirst du eine Menge Spaß haben. Jetzt hast du ein Problem, oh mein Gott. Nee, die haben schon auf Gambo abgesehen. Ich geh schwimmen! Wo ist unser Erfahrungsfläschchen? Oh, baut er wieder Steine? Du hast schon Halluzinationen als verrückter Wissenschaftler. Er baut wieder Stein ab! Ach, das ging nicht weiter, weil... Der Trichter hier frei war, ne? Gambo? Ja? Nix. Ich hab schon gesehen. Was denn? Nichts. Was ist los? Nix. Wo ist das Gefäß? Reinhardt. Das stimmt nicht, Gambord. Also, ich hab's nicht. Das ist revolutionär. Ich glaube, es hat vorher noch nie jemand auf diesem Server Erfahrungsfläschchen in diese Gefäße gefüllt. Logo? Oh mein Gott.
Schau mir in die Augen. Oh okay? Gott. Was warte, Logo, wir teilen uns die Arbeit. Du guckst nach rechts, ich nach links. Okay. Ja, ja, ja. Okay, Ryan, guck uns an, wenn wir mit dir reden. Guck uns an. Okay, ich glaube, ich guck euch jetzt an. Okay, was möchtest du loswerden, Ryan? Was bedrückt dich? Ich habe das Erfahrungsfläschchen nicht genommen. Das war Gambo. Okay. Diese Augen können nicht lügen. Vertrau mir. Ja, die Augen haben ganz andere. Oh, wartet, Pose. Ich kann euch was zeigen. Was? Zack, dann packt man die da rein und dann brauche ich das da und dann muss es einfach an die Werksbatterie angeschlossen werden. Oh, hey! Hey. Ryan, bitte setz bei Gott endlich wieder deine Sonnenbrille auf, wirklich. Sag, meine Augen sind nicht schön. Ach, doch, wenn ich in deine Augen sehe, dann sehe ich unsere... Mann, jetzt guckst du mich an. Jetzt sehe ich dich, erzähl. Wenn ich in deine wunderschönen Augen blicke, dann sehe ich all die schönen Momente, die wir... Oh mein Gott, setz bitte endlich die Sonnenbrille wieder auf. Okay. Oh, okay. Ja, jetzt sehe ich wieder so, viel besser. Ich will noch ein bisschen Ton vertraden, oder? Der Steintrade ist ja wieder offen. Seit wann das denn? Ich wusste nicht, dass sie von der Polizei sind. Ich wollte eine Kontrolle durchführen, weil hier ist eine Erfahrungsflasche verschwunden und ich dachte, vielleicht hätten sie die geklaut. Was? Die Flasche ist verschwunden? Ja. Jeder bleibt da, wo er ist! Oh! Officer Gambo, schauen Sie mich an. Ich muss den Fall jetzt aufklären. Wer von euch hat die Flasche? Und ich meine nicht Ryan. Ich hab sie auch nicht, hä? Ich hab die Flasche. Oh. Oh. Warte mal, hast du eine Kurbel geklaut? Ne, was? Ja, klar. Oh, ich kann das alles. Siehst doch in deinem Rucksack. Die Ereignisse überschlagen sich. Sachen hier kannst du haben. Stell die mal hier drauf auf den Stein. Und wo ist jetzt unser Gefäß? Hier bei Logo Industries werden die Limits der modernen Technik gepusht. Das ist wie Flaschendrehen. Lass aufhören auf drei, okay? Okay. Okay. Eins, zwei, drei. Nein, Ryan. Das ist mal schön wieder zurück. Er hat die Flaschen geklaut. Nein, Ryan war's. Das war eindeutig. Hä, wo hast du die hingetragen? Die ist ja woanders, als du sie vorher hingepackt hast. Ich hab die nicht. Okay, pass auf. Wir starten jetzt einen Contest. Okay. Wer hat aber erstmal das Gefäß? Gambo. Ich hab's nicht. Ich hab's wirklich nicht. Irgendwo muss er das hier hingetragen haben, das kann nicht weit weg sein. Nein, Ryan, also ich weiß, dass du sie eben gesehen hast. Du hast es weggetragen. Weil ich sag dir ehrlich, ich hab sie hier eben hier in der Ecke hier versteckt, in der Hoffnung, dass du es nicht findest. Aber dann war es auf einmal weg und Ryan war der Einzige, der es gesehen hat. Bruder, ich sag dir ehrlich, ASAP werden wir das Ganze jetzt finden hier und ich schwöre, ich hab das nicht gemacht. Okay, bei Gott. ASAP? Let's war's wirklich go. Nicht. Nein, da. Ryan, hast du denn was gesehen? Ja, ich habe gesehen, wie du das hier vorne hingestellt hast. Warte mal, starte ich den jetzt kurz noch? Wir haben schon so viele Obsidian, lass mal starten, die Maschine. Man kann nie genug haben, ne? Eine Maschine. Du weißt nie, ob die Gegner eine Dia-Pickaxe haben mit Haste 2. Digga, mit dem Obsidian, warte mal, wie viel Obsidian ist das? Wenn ich eine ganze Doppelkiste. So wie viel ist das, wenn man eine ganze Doppelkiste. Wie viele Reihen sind das? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 das sind mal. 2000 Blöcke, oder? 9 mal 6. Mal 64. Oh, das sind 3.500 Blöcke! Das wird ein Riesenbett, was eingebaut wird. Oh Junge, das Bett wird anders wild eingebaut. Ey, Kammer, wo hast du die hingetragen, die XP? Ich hab die nirgendwo hingetragen. Wartet mal, ich weiß, warte mal, hab ich die hinten in die Ecke gestellt? War das du die einfach abgebaut im Inventar, Gambo? Nein, hab ich nicht. Ich dachte, ich hätte sie vielleicht in die Ecke gepackt, aber hab ich nicht. Logo hat die weggebracht. Na, da kriegen wir noch ein paar coolere Bilder hin. Okay. Perfekt, doch nicht. Oh, häng mal ein gutes Bild auf. Perfekt. Häng mal ein gutes Bild auf. Ah. Ist doch super. Endlich. Hat die Ecke doch super erwischt auch.
Oh, oh. Was? Das passt perfekt zum Portal. Musst du mal ein bisschen schreien. Das Bild hängt so hoch, ich komm nicht mehr ran. Ist egal. Oh, guck mal hier. Das hängt im Portal. Oh mein Gott. Das passt da sogar perfekt rein, Jungs. Alter. Das ist ein cooles Bild. Logo Industries. Hier werden die Limits der Wir brauchen einen Reset-Knopf für den Mann einmal, bitte. Der wurde anders weggekommen. Boah, was? Du hast die Maschinerie kaputt gemacht. Schnell, drückt alle Knöpfe, die ihr sehen könnt. Schnell, schnell, schnell. Keine Sorge, ich habe noch Glas, um es zu reparieren. Kannst du nicht spammen, du musst sie hier gezielt schmeißen. Und dann immer einen Hit dazwischen machen. Das ist wie Rod PvP. Okay, nicht mich sagen, ich habe nämlich schon wieder 40 Level. Junge Leute, oh mein Gott, Gambo, mit dir Skywars-Spiel macht auch keinen Spaß. Warum? Du bist der, die ganze Zeit durchspammt. Du musst auch fighten und nicht nur wegrennen hier. Ich kauf mir jetzt noch mehr Ziegel, Alter, wirklich. Mir reicht's. So, Jungs. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich hab jetzt 2,5 Stacks. Warte, ich bin low. Okay, 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 okay. Nein! Oh, ist nur kaputt. Er hat alles zerstört. Oh mein Gott. Okay. Ah, warte, nimm mich hoch. Nimm mich hoch, Mike. Schnell, schnell, schnell. Geschützt! Oh mein Gott, was? Geschützt! Schneller, schneller! Warte mal, warte mal. Sollten wir nicht einfach tauschen? Wäre doch viel smarter, dich zu nehmen. Du kannst doch viel schneller klicken als ich. Warte mal, dann muss ich erst meine Mauseinstellung ändern. Gib mir eine Minute. Okay, okay, warte, warte. Apropos Minute, ich komme ja, sofort wieder. Er lief da einfach auch direkt ins Zimmer. Aber hast du jetzt das Gefäß? Weil das kann ja nicht weg sein. Nee, ich hab's nicht. Ich hatte es im Rucksack, nicht im Inventar. Du hast es gefunden? Guck's dir an, er hat's gehabt, die ganze Zeit über. Ich dachte, das wäre ein anderes Gefäß gewesen. Ich hab grad noch ist reingeschaut. Das schlecht. Oh mein Gott. So, hat er jetzt mal Reset? Wann resettet er? Dann müssen wir schlafen. Hat jeder ein Bett dabei? Ja. Wir schlafen im Labor. What the Junge? Holy shit! Warte mal, das müssen wir gleich, testen. Das müssen wir unbedingt testen. Okay, warte ich mal. Ich hab nur noch 35, ich hab grad 20 Stück geschossen. What the fuck? Ja, da müssen wir warten, bis der Reset hier kommt, oder? Kommen die einmal am Tag? Die resetten doch, oder? Weißt du, was ich in der zweiten, was ich da mal austesten wollte? Ich hol mal einen von den Kollegen, warte. Wir brauchen mal zwei Betten. Er reagiert nicht auf das blaue Bett. Nee. Warte mal, wir sind doof. Wir haben doch einen, wo man Sachen kaufen kann. Der verkauft doch, glaube ich, Wolle, oder? Ja klar, der verkauft grüne Wolle. Dann lass doch einfach 3 grüne Wolle kaufen. Team Melone! 6 grüne Wolle gekauft. Hat jemand Holz? Nee, ich hab gar nichts mehr. Alles da gelassen. Ah doch, doch, ich hab Holz, ich hab Holz. Na, du dumme Krabbe? Wie hey, hey, so? Hey, so redest du nicht mit ihm. Was ist denn das? 13? 14? 15? So, kann ich ihm das auch geben? Nee, nee, gib her. Nee. Bau du eins auf, ich geb's ihm. Oh mein Gott, der ist direkt losgezogen, pass auf. Aber er baut sich ab. Ja, weil er dumm ist. Nee, ich hab ihn aus Versehen, im Ding aufgehalten, ne? Yo! Nein, lass doch, lass ihn doch, manchmal brauchen die ein bisschen. Ryan zuckt schon, okay, wenn das Bett zu lang steht. Na komm. Hallo, hier vorne. Oh mein Gott, falsche Richtung. Du musst deine Augen erfüllen, ich weiß erstmal gegen die Wand aus. Ich glaube, der läuft in die Lava rein. Nein. Okay, gut, da haben wir wieder ein Forschungsergebnis erlangt. Das sind wichtige Ergebnisse für Logo Industries. Gib ihm das nochmal neu in die Hand. Warte, warte, gib ihm das nochmal neu, das Bett. Check das dann. Ja, sofort. Ja, ne? Ja. Boah, Junge, der ist... Ihr seid basically auf einer Wellenlänge. Das mit dem Stein ist echt chillig. Wenn man noch so 3, 4 so eine Steinmetze macht, Digga, da kannst du hier am Tag stehen und kannst so viele Smaragde einfach random zusammentraden neben dem Ding, ja? Das ist das krank, oder? Wie wollen wir es machen? Also, ich nehme Ryan hoch. Wir müssen aber an der Stelle gehen, warte mal, wo wir nichts treffen. Wir stellen uns hier hin, an die Wand. Oder nein, ich möchte beschossen werden, Mann. Hier, Ziege. Ich hoffe, ich sterbe nicht gleich. Das ist ein Fetisch. Ich hoffe, ich sterbe nicht gleich. Ich habe 40 Level. Ich sterbe davon. Okay, probieren wir. Hau ihn weg, Ryan. Keine Gnade. Warte. Für Toto. Eine Sekunde. Für Toto. Ich muss mich kurz darauf einstellen, okay? Okay. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit, zur Seite zu dodgen. Ich schrei auf, sobald es kritisch wird. Okay, ja, ja. Zieh nach! Ist egal, ob er schreit.
Ist das Respekt? Das hat nur ein Herz gemacht. Ich glaube, es kann immer nur eins connecten pro Ah, das kann sein. Ja, das ist wie eine Gatling Gun, Alter. Das ist respektlos. Ich kann nicht weiter nach links. Warte, oh. Hilfe, na, Gabo. Alter, du hast alles verballert. Wir haben den ganzen Tag da drauf gewartet. Ich bin weg, Jungs. Aua. Ah, deine. Der wurde von links nach rechts geschlagen. Deine Skills lassen wir zu wünschen übrig. Ja. Hört auf, in mein Labor zu bauen jetzt! Hey, ich übe gerade. Das ist wichtig für mein nächstes Bad Wars Match. Jetzt chill doch mal. Okay. Aber jetzt mal ehrlich, so weil es mich jetzt wirklich interessiert. Wie krass findest du die Obsidian Machine, die ich mit Gammo zusammengebaut habe? Ey, die ist heftig, Alter. Eine Doppelkiste Obsidian. Das ist so krass. Meine ganze Erde habt ihr geklaut. Warte, ja. Boah, fast hätte ich das Gefäß wieder irgendwo hingepackt. Achso, das hat ganz kurz, um das aufzulösen, ich habe das Logo in den Rucksack gepackt. Gambo, komm mal mit, Ryan. Platzier mal hier ein bisschen deiner Erde. Füll mal den Ding mit Erde. Oh mein Gott, Ryan, du sollst Junge, das richtig füllen. Jetzt flex halt nicht so. Wirklich, okay, normal und nicht so zweistellig. Warum baut ihr das jetzt wieder ab? Bau halt Gambo nicht ab, Ryan. Mann. Da. Okay. Jetzt war Schluss hier. Jetzt reicht's aber. Okay. Yo. Spawn Trap. Was? Junge, Ryan hat so ein Problem. Wirklich. Oh, den Rest der Flaschen bringe ich wieder zurück zum alten Mann hier. Ah, ich hab nicht genug, verdammt. Der Trade ist ja. Der Trade ist ja resettet. Ich kann einfach neue Erfahrungsfischchen kaufen. Jawohl. Kann ich ja sicherlich auch Farbstoff dem hier wieder andrehen, oder? Ja. Der hat sich kurz hingelegt. Alles wieder heile. Wunderbar. Wie ein Profi, wirklich. Alter, warst du schnell. Jetzt gib mir meine Erde wieder. Der mit seiner Erde, was ist denn, Alter? Hast du das Spezialerde oder was? Ja. Mit den Ziegeln, eigentlich könnten wir das mal easy so als Prank machen. Wir holen uns ganz viele davon, schnappen uns Ryan, laufen auf Elina zu und der spammt das Ding runter wie eine Gatling Gun, Alter. Jungs, ihr seid wirklich fürchterlich. Hat euch das schon mal, also... Habt ihr Nein, irgendwie ADHS? Ich habe ein neues Minispiel. Nein, und ich habe ein neues Minispiel gefunden. Lass mich jetzt die Sahne bauen. Lass mich jetzt die Sahne bauen. Ich krieg gleich... Wisst ihr, und ich wollte euch so ein Gefäß schenken, Alter. Boah, was? Cool. Nee. Nein, komm schnell. Nein, halt euch so. Ey, das eine ist noch gar nicht voll gewesen. Geschenke. Ja, bringt es zurück. Das eine war nicht voll. Okay. Ich wollte euch das als Andenken. Das, was ich hatte, schon! Das, was ich hatte, war auch voll, ey! Jungs, ihr seid so fürchterlich. Ihr schätzt es gar nicht, was ich hier für euch jetzt machen sind wir mal auf der Seite des Spaßes. Okay, Dings, Ryan war eben schon auf der Seite des Spaßes, aber jetzt weiß ich mal, wie sich das anfühlt. Ja, ey, das war ich sonst aber nicht mit meinen Haustieren. Ja, okay, stimmt auch wieder. Ryan hat da einiges einstecken müssen. Okay, da könnt ihr nachher... Wie sieht deiner Geheimbasis aus? Da waren wir noch gar nicht, ne? Wir müssen da doch... Lass doch mal Ryan eins der Gefäße in seine Geheimbasis bringen. Vielleicht 5 oder 6, 7 Level sind da drin. Warte mal. Ich weiß nicht, ob man den nur kurbeln kann oder ob der auch durch ein Signal gekurbelt werden kann, weil dann wäre ja geil. Oh, das wäre so geil, dann können wir Flaschen drehen spielen. Ja, warte, lass mal testen. Ich glaube, es geht aber nur andersrum. Doch, warte, ich glaube, es geht. Ah, was? Oh nein, ich muss Logo küssen. Ja, aber müssen wir halt mehr Platz ausheben. Es war schon relativ dumm, diese Obsidian-Maschine so mitten in den Raum zu stellen. Die steht einfach... Ja, ich hatte diesen riesigen Quader ausgehoben, ey, das hat so lange gedauert, ey. Und dann haben wir diese riesige Maschine gebaut. Digga, die steht den ganzen Raum voll. Lass doch ein Beacon aufstellen, Netherite Beacon und dann machen wir das. Nö, also wir können einfach einen Smaragd Beacon, wir können sogar einen Full Smaragd Beacon machen, Alter, bei der Produktionsgeschwindigkeit. Warte mal, wie viel? Ich wäre aber für einen Netherite Beacon. Warte mal, wie viele Smaragdblöcke sind denn das schon?
Holen wir uns Fabo noch ran und dann machen wir Netherite Beacon ready. Digga, das ist so effizient, das Scheiß auf dieses elendige Holzfarm. Digga, ich habe schon 21 Smaragdblöcke. Ryan, wir hatten auch eine richtig gute Geschäftsidee. Und zwar, wir können ja hier unendlich Ziegel produzieren. Ich baue noch eine Maschine, die dann die ganze Zeit Glas produziert. Und dann werfen wir von allen Leuten einfach die Scheiben ein und verkaufen denen wieder Glas. Der ultimative Scam. Ryan, dir steht natürlich offen, immer hier zu traden. Du meinst, so wie ich es gerade mache? Danke. Ja. Oh nein, Gammo, die Flasche, sie zeigt auf dich. Oh. Oh. Das ist wohl dann meine Ansage, hier die Abmord zu machen. Logisches Hey-Ho. Logisches Hey-Ho als Abmord. Hey-Ho vor allem auch. Kamera 3, Jungs. Ryan, Kamera 3. Okay. Brille runter, das reflektiert. Sorry, tut mir leid. Kamera 3, okay. Das ist so ein Knacksmack, wirklich. Oh mein Gott. Okay. Was machen wir? Abmoderation. Lass logischen Daumen nach oben da. Logisches Churros mit Nutella. Das ist für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einer neuen Folge Minecraft Freunde wieder. Bis dann, bleibt ihr logisch. Haut rein und ein logisches Cheerios. Ciao.